Stefan und ich waren letztens auf dem Stadtwanderweg 1 unterwegs, und zwar rauf auf den Kahlenberg. Er ist 11 Kilometer lang und man braucht circa 4 Stunden. Und beginnen tut die Runde im 19. Bezirk bei der Endstation von der Straßenbahnlinie D in Nussdorf. Zuerst spaziert man entlang des Schreiberbachs und des Beethovenweges vorbei am Heiligenstädter Friedhof und kommt dann in die Weinberge. Von dort sieht man dann sehr schön schon die Aussichtsstelle vom Kahlenberg. Am Weg dorthin haben wir noch ein sehr funktionelles Tor gefunden. Sind dann durch ganz schöne Waldgebiete geschlendert. Schließlich ist man zur Höhenstraße gekommen und dort entlang dann bis zum Sendemasten gegangen und zur Stephaniewarte, die 1887 eröffnet wurde. Das ist ein 22 Meter hoher Aussichtsturm. Dann war man eben oben am Kahlenberg angekommen und dann sind wir zur Stempelstelle bei der Josephinenhütte gegangen, haben uns da endlich unseren Stempel abgeholt und dann ging es wieder runter durch die Weinberge. Das war wirklich wunderschön, da hatte man einen ganz, ganz tollen Ausblick über Wien. Also Fazit, diesen Wanderweg kann man auf jeden Fall nur empfehlen.